würd interessieren, wie Genderpolitik vom Kanton Basel-Landwirt aussieht, nachdem der Bund entschieden hat, nicht-binäre Personen nicht zu anerkennen. Ich bin sehr enttäuscht, dass der Bund sich gegen die Anerkennung von einem zusätzlichen Geschlecht ausgesprochen hat. Ein Alleingang im Baselbiet ist aber nur schwer möglich. Mich beschäftigt aktuell halt die Lage auch, was die E-Mobilität in Basel-Land angeht. Man hat zwar immer wieder neue Ladestationen, das stimmt schon, aber es könnte noch viel schneller gehen. Wir können das viel mehr fördern, weil eben genau die Leute, die halt nicht das wegen der Nachhaltigkeit machen, dass die halt auch würden mehr von eben fossilen Brennstoffen umsteigen auf Elektroauto. Und dann müsste man halt auch das gesamte Netz in Basel-Land optimieren. Ich denke auch, die E-Mobilität gehört zur Zukunft. Aber mit reinen Fördermaßnahmen werden wir nicht ans Ziel kommen. Es braucht auch gesetzliche Maßnahmen. Und dazu wird gehören, dass Autos mit Verbrennungsmotoren in Zukunft verboten werden müssen. Das, was ich nicht gut gefunden habe im Baselland, dass für Ausländer, also die Rechte nicht so bekommen wie die anderen. Weil ich selbst, ich habe 2 Jahre auf Schule gewartet. Ja, und dann auch, wenn ich in der Schule war, hatte ich kein Recht, dass ich in ein Lehr anfangen könnte. Erst letztes Jahr habe ich das Recht bekommen und habe ich jetzt ein Praktikum. Zum konkreten Fall kann ich nichts sagen, ohne Details zu kennen. Aber es ist ja so, dass AusländerInnen weniger Recht haben, vor allem weniger demokratische Recht. Und da sind vor allem unsere Parlamente gefordert. Was eine grosse Problematik ist, vor allem bei Handwerkerberufen, sind, dass die Lehrlinge zu wenig gefördert werden und vielleicht auch oft einfach zum Putzen missbraucht worden sind. Von dem her denke ich, dass es wirklich wichtig ist, dass man mehr Acht auf die Lehrlinge gibt und sie wirklich mehr fördert. Im Baselbiet setzen wir auf den dualen Bildungsweg. Berufslehren sind hier ganz wichtig. Wenn aber die Lernenden nur billige Arbeitskräfte sind, dann haben wir das Problem. Mich beschäftigt das Recht, dass man sehr viel Verantwortung schon muss übernehmen muss, ab dem 18. Lebensjahr, was für mich jetzt heisst, in einer Pflegefamilie, ich kann nicht zu Hause wohnen. Und es fühlt sich einfach ab dem 18. Lebensjahr niemand mehr für einen wirklich verantwortlich. Das Problem ist mir durchaus bewusst. Im Basel-Land haben wir die gute Situation, dass wir die gesetzlichen Möglichkeiten haben, solche Personen zu unterstützen. Und wir führen auch ein entsprechendes Programm. Ich frage mich einfach, ob das wirklich gelingt.